Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Secrets of Brindea. In der letzten Folge waren wir verzweifelt auf der Suche nach diesem blöden Friedhof. Ich habe ihn gefunden. Ich war ein bisschen offscreen unterwegs. Und habe den Friedhof gefunden. Ich war einfach dumm. Das ist überhaupt kein Problem, den Friedhof zu finden. Man muss hier einfach bloß nach unten abbiegen. Alter! Da ist der! Einfach mal Geister killen, ja. Kein Problem. There's something strange in the neighborhood. What are you gonna call? Exoplasma. Hallo. Oh, dich von einem Fluch befreien, das kann ich tun. Es gibt tatsächlich einen Fluch. Doch leider ruht er nicht in deinem Herzen. Der Wald wirft diesen Fluch über sich selbst. Seit kurzem wagen sich nur noch wenige in die Wälder. Und noch weniger bekämpfen die Kreaturen, die hier leben. Der Wald sehnt sich nach Frieden und Bewirtschaftung. Die Bäume lassen niemanden passieren, bis sie besänftigt worden sind. Obwohl mich deine Aufgabe wenig kümmert, teilen wir gemeinsam das Ziel, den Wald zu beruhigen. Deshalb werde ich dir helfen. Der Zorn des Waldes hat sich einige der Monster verstärkt. Erschlage diese Elite-Kreaturen und bring mir die Teile von ihnen hierher. Du wirst die Kreaturen überall finden. Alles klar. Elite-Sachen töten. Guck mal, da ist doch schon der erste Elite-Bob. Jetzt komm mal ran. Hallo Geist. Ein Laken bekommt man bei dem, das ist ja witzig. Ich will Ektoplasma. Moment, das müssen wir mal eben gucken hier nach der Quest. Kochen mit Candy. Ja, uns fehlt immer noch. Und Körpersfleisch fehlt uns auch noch. Okay, alles klar. Lass uns hier erstmal den noch plätten. Diese Elite-Viecher töten. In der Elite bei euch? Nee. Oh. Achso, ja, was trinken wir manchmal noch? Immer noch kein Kürbisfleisch. Ein Elite-Geist! Shitty Schitzen. Trinki, trinki. Komm her, du Elite-Geist. Oh, das ist nix. Zack, Elitegeist geplättet, Junge. Samen des Zweifels. Das heißt, wir müssen auch noch gegen eine Elite-Blume kämpfen. Oh, nee. Bist du zufällig die Elite-Blume? So geht das. So. Gut, nehmen wir eine Abkürzung. Gehen wir hier wieder an den Start. Sozusagen. Ja, guck mal, da ist ein Elite-Kürbis, Junge. Batz, kriegst du richtig hart auf den Maul, Junge. Au. So. Auch keine Elite Mobs. Ich ahne, was die Elite Blume sein wird, ey. Dafür werde ich erst mit dir beseitigen. Alter!
Kehre zum maskierten Mann zurück. Nice, doch keine doofe Kackblume. Oh. Schön einen Weg trinken hier. Brauchen immer noch Exoplasma, glaube ich. Jawohl, jetzt müssen wir noch Kürbisfleisch finden, alles klar. So, Meister, hier sind wir. Ah, du hast Subjekt gefunden, lass mich sehen. Leider scheint es, als würden sie nicht genügend Kraft enthalten, damit sie den Wald beruhigen kann. Ich hatte gehofft, das zu vermeiden, aber ich muss mich mal ein weiteres kleines Feindes binden. Ein erzürntes Halloween nistet nützlich von hier. Stell dich eben, vernichte es und bringe sein Symbol hierher. Ja, verdammt. War ja klar. Die ganzen Enemies besiegen. Oh, das geht. Oh, oh. Jawohl, Alter. Eine Karte erhalten. Halloween-Karte. Die Karten jetzt ausrüsten eigentlich oder so? Ne, ne? Okay. No problemo, Alter. Haben wir locker gelöst. Tacho, oh, du hast geschafft, das einzusammeln. Ich dachte schon, du wirst noch ein weiterer Geist auf dem Friedhof werden. Zeit, den Fluch aufzuheben. Bleib zurück. Wutz, Junge, es gibt die ganzen Flügel gewachsen. Neißigkeit. Ist noch viel heller geworden gleich. Ah, die Bäume ruhen einmal mehr und du kannst nun passieren, Grindeas Segen über dich, Kind. Ja, je, Alter. Ein Talentorb. Ah, und hier Kampf. Das ist mein Lieblingsspiel jetzt hier für meine Waffe. So. Und den jetzt hier voll. Die maximale EP. Oh. Auch nicht schlecht. EP sind noch Energiepunkte wahrscheinlich. Und die Regeneration ist auch nicht schlecht, ey. Gucken wir uns das doch mal an. Mhm. So. Fresse, du Geist, yo. Ja, ja, manchmal gibt es elite Varianten davon. Die enthalten dann besonderen Blut und bla. Krieg ich hier Kürbisfleisch raus? Alter, könntest du dich mal verpissen? Mann. Stoff. Stoff gefunden, Alter. Krasser Stoff. Das ist doch von dem Elite-Düben. Düben. Ach, Mann, ist das ein Typ. Junge, eine Kürbismaske. Ausrüsten. Jetzt sehen wir richtig pornös aus. Na, du Assi. Wollen wir uns mal einen reintrinken? Hier was Neues zu sagen? Nee. Kürbissamen, okay, okay. Hm. Platziere die Teleporterplatte. Wird erledigt, no problemo. Oh. Ist sogar gleich direkt eine Sequenz, Alter. Wieder mit Beutel Lumeos. Ja.
Die Nerven dieser alten, dieses alten Knackers lässt mich Ausrüstung schleppen, als wäre ich ein gewöhnlicher Rucksack. Ah, naja, hier kommt's. Futzjunger, richtig krass ausgekotzt. Gut, dass ich das Ding los bin. Ich hatte in einem Artefakt mit meinem malesischen Geschmack sowieso nichts verloren. Ja, das, ja. Na, mal sehen. Sieh mal. Sieht aus, als hätten sich die Tür zu diesem antiken verlassenen Tempel weit offen gelassen. Ich frage mich, wie viel vergessene einzigartige Gegenstände in seinen Tiefen versteckt sind. Komm schon, du Balk. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sterben. Ich habe aber auch Bock, da jetzt reinzugehen. Okay, was ist das? Silberne Kruge. Irgendeine Art humanoider Brockenstahl blockiert den Weg. Er lässt sich nicht bewegen. Okay. Oh, investigieren. Eine von vielen Verliesregeln. Fummel nicht an verdächtiger Maschinerie rum. Wir sind hier für Beute, nicht für Wissenschaft. Stell das Ding aus. Hab ich gestottert? Ich sagte, stell es aus, nicht noch weiter an. Lull. Eine große Truhe mit drei magischen Schlössern. Es wird ein solcher Schutz rechtfertigen, außer ein Gegenstand von unschätzbarem Wert. Ich wusste, es war eine gute Idee, dieses Ding anzuschmeißen. Ich hasse ihn. Lass uns gehen, den Weg durch diese Tür finden. Junge! Update. Erkunde den Tempel. Ist da irgendwie ein Hinweis, dass Strom Monster macht? Erstmal hier alles einsammeln. Wir sind hier Looter King. Oh, wir fliegen? Genau da. Ach, du Scheiße. Ich schätze extreme Reichtum kommt selten ohne einen Kampf. Zieh dein Schwert, Junge. Junge! Daneben mal. Oh, 41 Damage. Alter, fick dich doch, du Hurensohn. Das ist eine Scheiße. Muss mich seitlich von dir stellen. Ich bin nämlich ein Gegner, der nur von der Seite angreift. Nein. So, was ist jetzt los mit dir, Alter? Hey! Putz, Junge! Okay, was ist mit mir dann? Zack. Nun gut. Mich verarschen, was ist dieses Ding da? Zack, Mann. Das wird ja richtig an der Wicke geschnittert. Oh. Der greift wieder von unten an? Das ist ja Schmu, Alter. Welche, die greifen von oben, welche, die greifen von unten an? Das ist ein Schmarrn. Mit dem wir uns machen. Nein, nicht. Okay, das bringt uns auch nichts. Gut, dann nehmen wir hier mal rein, wa? Da können wir wieder etwas investigieren. Das ist ja nett. Erstmal aber die Krüge kaputt machen. Hallo. Datum, 28.11.2401. Wir wurden heute vom Rat aufgesucht, sie wollen unsere Hilfe im Kampf gegen Samala. Das überrascht mich nicht.
Aber es macht mich auch nicht weniger nervös. Tani, das süße Mädchen, denkt genau dasselbe. Ihr pazifistisches Herz schmerzt, während sie an den Kriegsmaschinen arbeitet. Sie ist um ihre Familie am Boden besorgt und das nicht ohne Grund, Professor Pine. Ey. Du, Alter. Geht voll ab. Na, jetzt bist du alleine. Sag mal. Geht voll ab. Der gefällt mir, der Tempel irgendwie. Hallo. Wir haben zwei Experimente begonnen. Eins trägt den Phasennamen Gundam. Oh Mann. Und über dem AR Professor Pine hat wieder Sachen geschrieben. I. Willkommen zum Kampftrainingsmodul Perfekter Block. Der perfekte Block wird ausgeführt, wenn du einen Angriff mit einem Schild im letzten Moment blockst. Ein perfekter Block reduziert den Schildschaden um 50% und kann bei manchen Angriffen Spezialeffekte hervorrufen. Benutze deine Fähigkeit nach einem perfekten Block, wird sie automatisch zum Silberlevel aufgeladen. Wenn du einen normalen Angriff benutzt, werde garantiert kritisch treffen. Fortschritt im Ausbildungskurs wird verwehrt, bla bla. Oh. Warte mal. Okay, das war jetzt der perfekte Block, alles klar. Easy. Ui, Mini. Was ist nur für einer? Datenbankübereinstimmung, Eintrag. Empfindsamer Behälter, Loyalität, Sammler mehr. Sammler mehr. Hahaha. Aktion, sofortige Terminierung, entriegelter Waffen, Funktion. Kampfstelle, Protokoll, Marisa. Okay. Tactical Assault Robot Face Mask. Ja? Hi. Oh, oh. Okay, ich habe nicht auf die LP geachtet. Das ist der gleiche Shit nochmal. Face Man. Was machen die Dinger? Ah. Lololol. Ach oh. Tschüss. Und genau. Jetzt sitzen wir doch direkt an. Was? Hä? Phasenverschiebung erhalten. Erlaubt ihr mit A-Taster. Mäßigkeit. Wuuuuts. Geil. Oh. Molekularsynchronisierung, Phasenverschiebungstechnologie, Einrichtung, Entdate. Kurz gesagt, jedes Objekt oder jede Person, die eine synchronisierende Schnippel erhalten hat, ist eine Phasenverschiebungsplatte, Datenstrom. Nach Erreichen, richtig krasse Scheiße, Phasenmann, Konstrukt. Okay, na, dann lass mir die Maschine einschalten. Wutz. Eine fehlt noch. Ich habe auch so ein Stück Loot nicht vergessen. Dass wir uns so gleich noch holen werden. Das ist nämlich wie oben war. Naja. Lass mich mal alle schön in Ruhe hier. Hä? Was ist nicht hier?
Okay. Müssen wir doch ein bisschen weiter backtracken. Ich dachte, das wäre da gewesen. Nun gut. So. Was bist denn du, Alter? Lol. Au. Hör auf zu picken, Junge. Sonst komm ich mal und pick dich. Alter, hallo. Was? Kannst du jetzt mal anfangen picken, Alter? Lul. Interessant. So, was haben wir denn da Schönes? Wild, fliegende Festung. Nett. So. Putz, 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 putz. Seid ihr empfindlich gegen Feuer eigentlich? Nee, nicht so. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, die andere Seite, die schauen wir uns in der nächsten Folge Secrets of Grindea an. Lasst bitte einen Daumen vielleicht da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Support würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.